Zählen Sie wieder komplett. Was war für dich der entscheidende Moment in diesem Spiel heute? Also wir haben uns wirklich das gespielt, was wir vorgenommen haben. Und zum Schluss, das hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Wir haben das erste Tor geschossen und dann, glaube ich, haben wir es gut runtergespielt. 6 Punkte in dieser Woche. Einmal gegen den Tabellenführer, jetzt heute auswärts gegen den EC Bregenzer Wald. Was habt ihr euch als Ziel gesetzt für die nächsten Spiele? Ja, einfach so weitermachen. Wir haben gegen Jesenice schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, heute nochmal bestätigt, und das wollen wir so weiterführen. Wir wünschen viel Erfolg, gute Heimfahrt und vielen Dank fürs Kommen. Danke. Danke. Immer eine schwierige Position, jetzt nach so einer knappen Niederlage Arede und Antwort zu stehen. Jetzt für die Frage, Felix, es war heute ein Spiel, wo die Torhüter sicher im Mittelpunkt gestanden sind. Was war für dich heute der ausschlaggebende Punkt? Schnellspiel ist hin und her gegangen. Es war nur die Frage, wer das erste Tor macht. Das erste ist das Wichtigste, vor allem wenn es 0-0 noch im zweiten Drittel steht. Aber ja, stark haben wir gespielt, wir haben gekämpft. Das wäre zum Schluss fast noch gefallen, aber hat nicht sein können. Nächste Woche geht es weiter mit dem Auswärtsdoppel in Linz und Wien. Was habt ihr euch da vorgenommen? 6 Punkte, ganz einfach. Okay, danke dir und schönen Abend noch.